Von der Garagenfirma zum erfolgreichen Mittelständler. Diese Entwicklung hat die Ganderkeseer Unternehmensgruppe Meyer Technik in 4 Jahrzehnten genommen. Mit 200 Gästen wurde am Donnerstag im Airfield Restaurant das 40-jährige Bestehen gefeiert. Im wahrsten Sinne in der eigenen Garage hatte Firmengründer Harald Meyer 1977 in Brettorf in der Nachbargemeinde Dödlingen den Betrieb aufgenommen, nur mit einem Gesellen an der Seite. Zur Elektroinstallation kam bald der Brandschutz hinzu, später folgten mit Energie- und Anlagentechnik weitere Geschäftsfelder. 1992 siedelte das Unternehmen nach Ganderkesee um, wo es stetig weiterentwickelt und erweitert wurde. Heute beschäftigt die Meyer-Gruppe 180 Mitarbeiter an 5 Standorten, davon sind 30 Auszubildende. Diesen hohen Stellenwert der fürs Handwerk dringend erforderlichen Nachwuchsförderung würdigte besonders Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies als Festredner.